Hallöchen, meine Uschis. Hier ist nochmal ein kleiner Vlog für euch. Ich habe euch schon mal gefragt, ob ihr vielleicht ein paar Fakten wissen wollt oder sonstiges. Zuerst einmal klären, ich habe einen Schal an. Ja, ich muss jetzt gleich los zur Arbeit. Dieses Video ist kurz davor entstanden, bevor ich zur Arbeit gehe. das hier im Hintergrund ist das Becken für unseren kleinen Stinker. Da ist unser Hamster drin. Ja, und es kommen immer so viele Fragen auf und ihr seid auch so neugierig und wollt so viel wissen und unter anderem, warum sehe ich heute so scheiße aus? Ich bin krank. Ich habe die Lippen kaputt, das ist bestimmt, wenn ich krank bin. Ein bisschen Husten ist jetzt dazugekommen. Deswegen sehe ich so aus. Unter anderem, ja, wollte ich euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wer ich dann so ein bisschen bin. Ja, das Wichtigste eigentlich bei mir, ich bin wirklich ein Chaos-Mensch, ne? Ninis Chaos-Life ist deswegen auch sehr gut gewählt. Ich bin wirklich ein kleiner, chaotischer Mensch. Das ist chaotischer, nicht chaotiger. Oh wei, seht ihr, da fängt es an. Ich bin nervös, wenn ich Videos mache, wie ihr gerade merkt. Und ich stammel dann ein bisschen vor mich rum und viele machen sich darüber lustig. Das ist aber auch in Ordnung für mich. Ich bin einfach so. Dadurch, dass ich so chaotisch bin, bin ich auch ein vergesslicher Mensch. Ich vergesse ziemlich viel. Gerade dieses Jahr habe ich den Geburtstag von meinem Papa verpasst. Mir fiel es dann am nächsten Morgen ein. Dann bin ich aus heiterem Himmel aufgewacht und habe gedacht, Scheiße, du hast den Geburtstag von deinem Vater verpasst. Aber es ist schön, mein Vater kennt mich und hat sich da nicht allzu viel daraus gemacht. Das ist schon bekannt bei den ganzen Leuten, dass ich klein, chaotisch, bekloppt bin. Ja, was gibt es noch über mich? Ich bin ein Mensch, ich reg mich eigentlich schnell auf. Das ist, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich eine Frau bin. Da ist wieder ein bisschen Hamster. Also nicht Hamster, sondern ein bisschen Käfig. Ich schweife auch gerne von Themen ab, wie ihr gerade merkt. Ja, ich bin 28 Jahre alt, fühle mich aber oft nicht so. Ich fühle mich oft kindischer, ist einfach so. Wie ihr es gerade gehört habt, dieses hier, ich hau oft auf Sachen drauf, wenn ich irgendwas erzähle. Ich trage eine Brille, nicht aus Fake, sondern weil ich schlecht sehe. Ich brauche wirklich eine Brille. Ja. Was mir oft passiert ist, wenn ich mit Hubi Aufnahmen mache, keine Aufnahmen, Livestreams mache, dann kommt oft vor, dass Leute beleidigen. Das ist so, es ist nicht nett. Das ist, es gibt zwei Sachen, da raste ich mittlerweile richtig aus, wenn das einer sagt. Und da könnte ich mir auch für den Arsch beißen. Das ist, mittlerweile, Leute, ihr könnt zu mir sagen, ach, du bist ja fett, ja, und dann bin ich's eben. Bin ich, stehe ich zu, ich esse gerne. Mein Lieblingssport ist Couching. Es ist einfach so. Ich bin ein gemütlicher Mensch, der gerne isst und dann setzt man Funde an. Das ist so. Aber das Wichtigste daran ist, es interessiert mich nicht, was ihr davon haltet. Die Menschen in meinem Umkreis, die mich lieben und schätzen, die wissen, wie ich aussehe und denen ist das scheißegal. Und das ist das Wichtigste für mich, dass meine Menschen, die ich um mich habe, damit kein Problem haben und mich nicht so nennen, sondern respektieren. Das ist einfach das Wichtigste für mich. Das ist, so bin ich. Whatever, ne? Das ist, meine Güte. Ich schänzel auch keinen, nur weil er eine Zahnlücke hat oder weil er vielleicht einen Gehfehler hat oder weil er sonst was hat. Das habe ich noch nie. Und von daher, das ist, ist mir dann auch egal, weil ich denke dann immer, Leute, erreicht erstmal das, was ich erreicht habe. Ich habe einen festen Job, ich bin glücklich verheiratet, ich habe eine wundervolle Tochter und ich habe Menschen in meinem Umfeld, die mich lieben. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Deswegen, diese fetten Sache ist mir eigentlich scheißegal. Ja, wie ihr auch merkt, bin ich ein Mensch, der sehr viel ausschweift und der eigentlich auch gerne viel erzählt. Ich gucke gerne Horrorfilme. Das ist so wirklich das A und O in meinem Leben. Filme gucken. Da, mein Lieblingssport, ja. Entschuldigung, Leute, wie gesagt, ich bin was krank. Ja, mein Lieblingssport natürlich Couching ist. Haben wir sehr viele DVDs und die werden oft geguckt.
Ich gehe auch sehr gerne ins Kino dafür und das Genre Horror ist so wirklich mein Lieblingsgenre. Und was wird oft gefragt? Was isst du gerne? Ich esse liebend gerne Thunfischpizza. Top. Was auch gefragt wird, wie lange ich schon mit Tobi zusammen bin. Ich bin mit Tobi jetzt 4 Jahre zusammen. Wir kennen uns seit 2006 aus der Berufsschule. Und anfangs hatte ich wirklich keinen blassen Schimmer, was er tut. Für mich war Hubi ein ganz stinknormaler Mensch, der arbeiten geht wie ich und das ist ja ganz nett. Und irgendwann kam das mal, dass er sowas macht und er wollte eigentlich schon recht früh, dass ich auch Videos mit ihm mache, aber das war erstmal nicht so meine Sache. Weil da kommt das Thema ja wieder, ne? Ich sehe ja so schlimm aus, ich muss vor die Kamera und ich weiß nicht, warum ich das nicht früher gemacht habe und einfach darauf geschissen habe, was andere Leute denken. Ne? Also, keine Ahnung. Das solltet ihr übrigens auch. Einfach darauf scheißen, was andere Leute denken. Zieht euer Ding durch. Hauptsache, ihr seid glücklich. Das ist immer das Wichtigste. Noch ein paar Fakten über mich. Ich habe eine Schwester, da bin ich sehr froh drüber. Die ist 5 Jahre älter als ich. Früher war das sehr scheiße für sie. Sie musste mich überall mit hinschleppen. Und die war ja nun 5 Jahre älter als ich, ne? Und das fand sie sehr scheiße. Ich bin eigentlich von Grund aus ein glücklicher Mensch. Denke ich. Ja, doch bin ich. Meine Eltern haben sich damals scheiden lassen, als ich 16 war. War eine scheiß Zeit für mich. Heutzutage ist mir das eigentlich Latte. Die beiden sind glücklich und ja, war das Beste für die zwei, dass sie sich haben trennen lassen. ja, was wird dann oft noch gefragt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, ich denke mal, das waren eigentlich so die wichtigsten Fakten über mich. Und wie ihr am Video natürlich merkt, das ist total unstrukturiert und ja, das Thema passt nicht wirklich aufs nächste Thema, aber so bin ich einfach. Ich bin so, ich fange an, ein Video zu machen und laber dann. Ich mache mir zwar vorher meine Gedanken, ach, das könntest du so sagen und das wird eigentlich sonst nie so. Das Video, wie ich es eigentlich vorhatte und im Endeffekt lade es dann trotzdem hoch, weil das bin ja nun ich, ne? ja, ich denke mal, jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick über mich und ja. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit, ne? Also, wenn euch das jetzt gefallen hat und ihr ein bisschen mehr informiert seid über mich und so, dann einfach Daumen hoch und wenn es euch nicht gefallen hat, dann natürlich einen Daumen runter. Dann weiß ich, ist okay, hat keinem gefallen. Dann vielleicht das nächste Mal irgendwas anderes machen. Ich bin immer dankbar über konstruktive Kritik, die ich bekomme. Das ist immer sehr wichtig für mich. Und ja, ich muss jetzt auch langsam mal aufhören, weil ich muss los zur Arbeit. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Uschis.